Also ich bin Gloria, komme aus Sandhausen, bin 16 Jahre alt und mache meine Ausbildung zur technischen Produktdesignerin und bin im zweiten Lehrjahr. Ja, also mein Grundinteresse kommt hauptsächlich von meinem Hobby, was ich mache, dadurch, dass ich selbstständig auch an meinem Motorrad schraube. Ich war am Anfang relativ schüchtern von meiner Ausbildung und wirklich dadurch, dass es so locker ist, hätte ich nicht gedacht, dass ich dann wirklich so aufblühen kann. Also ich bin der Nikolas, ich bin 18 Jahre alt. Ich mache die Ausbildung als Elektroniker für Automatisierungstechnik. Also in der Elektrowerkstatt machen wir quasi so die Basics, also von Mechatroniker und Elektroniker, und das eigentlich von allem mal was dabei. An der Fördertechnik fasziniert mich die Vielfältigkeit. Jede Auftragslage ist ein bisschen anders. Es ist nie quasi wirklich gleich, es ist sehr vielfältig. Ich bin Marie, bin 22 Jahre alt und ich mache hier bei Gebhardt Fördertechnik ein duales Studium BWL Industrie. Mir gefällt es ganz gut, die Theorie und die Praxis, und dass man hier auch mitarbeiten kann und nicht einfach nur in der Uni oder in der Hochschule sitzt. Also vielseitig ist der Job, weil ich tagtäglich neue Aufgaben habe und Herausforderungen, wo ich dann auch wirklich gefordert werde, wo ich zum Beispiel Sachen konstruieren muss, wo ich vorher noch nie gemacht habe. Also bei Gebhardt wird man gleich voll eingespannt, man macht sinnvolle Tätigkeiten, man macht Sachen, die wichtig für das Unternehmen sind, und deswegen fühlt man sich auch wertgeschätzt dadurch, dass man gleich wichtige Aufgaben bekommt. Also ich werde von meinem Ausbilder oder Kollegen gut unterstützt, auch wenn ich Fragen habe, ich kann immer auf alle zukommen, aber sie gucken auch relativ häufig nach mir, ob alles klappt und wie es läuft. Der Start bei Gebhardt Fördertechnik ist sehr angenehm. Man hat immer einen Tag, eben der erste Tag, alle zusammen, alle neuen Azubis und Studenten. Es wird viel besprochen, was erwartet uns hier. Den Zusammenhalt der Azubis finde ich recht stark, da wir mal in jede Abteilung mal reinkommen. Da hat man sich dann besser kennengelernt, hat auch Pausen miteinander verbracht, oder auch nachmittags trifft man sich ab und zu. Also mit der Entscheidung Gebhardt Fördertechnik bin ich immer noch zufrieden, und ich glaube nicht, dass das sich so schnell ändern wird.